Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit einem weiteren Stream aus Was zur Hölle Kingdom machst du da? Come Deliverance. Wir müssen jetzt versuchen, endlich aus der Burg zu kommen. Endlich deswegen, weil ich diesen Stream jetzt schon ein paar Mal gemacht habe. Glück und Gesundheit. Dabei müssen wir mehrere Sachen. Wir müssen unbedingt mit Herr diesem Robert, ich muss nach Herrn Scarlet. Robert Was willst du dort, reden. Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. So. Meine Eltern starben dort. Ich bin ein freier Mann und muss niemanden fragen, was ich tun oder lassen soll. Sag deinen Leuten, sie sollen mich rauslassen. Oder ich garantiere für nichts. Sei froh, dass ich gute Laune habe und sie mir nicht von einem Grünspan verderben lasse. Noch ein Wort in diesem Ton und du endest im Verlies. Tja, da haben wir ihn wohl ein wenig verärgert, aber ehrlich gesagt haben wir einfach sonst keinen Erfolg. Da können wir nicht weitermachen. Hey, pass auf! Was zur Hölle machst du da? Ich habe was vergessen. Als nächstes sollten wir mal auf die kleinen Leute zählen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. So, haben wir dort den ersten Anhaltspunkt mit dieser Rüstung. Schade, der geht da rein. Als nächstes wenden wir uns unserer Sponsorin zu. Nämlich, wir können hier im ersten Stock die Herrin Stephanie treffen. Da wären wir jetzt gleich Gott einen schütze Kopf dich. kürzer. Kann ich dir helfen? Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Und die junge Dame mag's dramatisch. Herrin, du hast ein gutes Herz. Ich kann nicht damit leben, dass meine Eltern im Dreck liegen und Hunde sie in Stücke reißen. Wie sollen sie Frieden finden, solange sie nicht auf geweihtem Boden sind? Mein lieber Junge, du willst dein Leben aufs Spiel setzen, um sie zu bestatten? Ich fühle mit dir und werde alles tun, um zu helfen, obgleich mir dein Vorhaben Angst macht. Aber was kann ich tun? Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Und wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer? Und wo ist die? Im Torturm.
Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Jetzt schnorren wir sie auch noch an. Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Vielen Dank, Herrin. Ich zahle es zurück, versprochen. Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. So. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Das sollten wir erst fragen, wenn wir so ausschauen. Gott behüte dich. Ah, wir gehen hier raus. Und wir versuchen Folgendes. In dem Spiel sollte man so häufig wie möglich Bücher holen. Die können wir hier drin holen, aber nicht, wenn jemand drin ist. So, wir rasen. Was ist denn? Da ist einer unterwegs. Wir brauchen jetzt einen Dietrich. Wir müssen ja was stehlen. Generell ist es ja sowieso gut, wenn wir Dietrich hier haben. Pass etwas besser auf. Und hier haben wir einen Händler. Gott sei mit dir. Den findet ihr entweder durch Fragen oder beim Vorbeilaufen. Der ist aber gleich beim Tor oder beziehungsweise hinter dem Heuschober. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Wir haben noch was viel Besseres. Wir nehmen einen Dietrich und verkaufen unser Diebesgut. Dann schauen wir, dass wir den Handel abschließen. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. So, wir versuchen wieder den Trick mit halb, zwei hoch. Das kriegen wir übrigens. Zufrieden? Du bist ein Knauser. Dann halt nicht. Warum? Der ist ziemlich hart im Verhandeln. Also beim zweiten Mal können wir handeln? Der nicht. Wenn du Geld hast. Also nochmal. Ja. Habe ich jetzt einen genommen? Ja. Und verkaufen Silberkelch. Und also müssen wir den zweiten Preis annehmen. Lässt sich was am Preis machen? Das war am Anfang anders. Klar, warum nicht? Ich habe es ja schon öfters gespielt. Und vor allem jetzt, schaut mal an. Das ist merkwürdig. Was sagst du dazu? So kriegst du mich nicht rum. Egal. Na gut, einverstanden. So. Wir haben jetzt alles, um ans Schlösserknacken zu gehen. Weil wir da gerne erwischt werden dabei, gehe ich jetzt in die Stube und speichere das Spiel. Das Gemeine bei dem Ganzen ist, dass das Spiel nicht jedes Mal wirklich speichert. Ah,
Aber wir hoffen mal, dass dem diesmal so ist. Wir Danach bin ich mir nicht sicher, was wir machen. Wir brauchen nämlich ein Pferd. Das müsste ich dann auch noch mal speichern, wahrscheinlich. Ihr seht, was ich vorhabe. So, wir gehen hier hoch. Wir schauen uns um. Es ist keiner da. Wir schleichen rein. Wir schließen die Tür. Es ist keiner da. So, jetzt Geduld und Spucke. Ich schaue, wo der goldene Punkt ist. Es wächst. Ja, da ist er. Ich drehe mit. Entriegelt. Ich öffne die ganze Sache und nehme alles. So. Ich steige hier nach oben. So, und klaue mir Was zur Hölle war das? Ja, wir sind schnell raus. Und rennen. Wir gehen jetzt dann wieder auf Speichern. Weil als nächstes werde ich versuchen... Pass etwas besser auf. Ja, der Herr ist nicht mehr in der Stube. Also ich speichere jetzt erstmal auf alle Fälle. Ah, da ist die Herrin. Ja, ich setze mich hin. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich lege mich... Ich schlafe wieder ein Stündchen mehr. Er sagt, dass er gespeichert hätte. Ich glaube ihm nicht. Ich schaue ins Inventar. Ich schaue, ob ich die Rüstung habe. Es sieht sehr gut aus. Ich ziehe die Rüstung an. Ah, das sieht doch schon mal hervorragend aus. Ich gehe zur Herrin, wo auch immer sie gerade sich aufhalten sollte. Da sitzt sie nicht mehr. Da ist sie auch nicht. Was zum Teufel? So, wir haben schnell Bücher geklaut. Das war ist immer wichtig, weil wir dadurch mehr Wissen erlangen. So, wir schauen zur Herrin. Herrin ist nicht da. Wir schauen, hier ist eine leichte... Wir schauen mal rum. Da. Ach Gott, jetzt habe ich den Ding zerstört. So, wir haben keinen Dietrich mehr. So, ich wollte noch irgendwie die Herren erwischen.
Was ist denn hier eigentlich dahinter? Oh, das ist ganz verboten hier. Da geht's, glaube ich, wieder raus. Ja. Herrin ist nicht da. Ist die Herren da unten irgendwo zugange? Was ist denn? Nein. Auch hier nicht. Das ist jetzt mir langsam ein wenig übel. Wir machen Folgendes. Wir nehmen ein... Pferd ansehen. Geschwindigkeit 31. Pferd. Na, aber das ist. Wir nehmen dieses Pferd. Hey, mein Gott, da bestiehlt jemand Leute. Da ist ein Dieb. Judah, halt! Hilfe! Ergib dich! Den Dieb. Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Das klingt nicht gut. Hey, was hast du vor? Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Weg! Das wird eine Freude, du Hund. Du kannst dich nicht verstecken. Was ist los? Oh Gott. Was ist los? Okay. Komm schon. Dich. Seht ihr? Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Hilfe! Trau dich doch! Verhaftet den Dieb! Ergib dich, sage ich! Ich schlachte dich an. Und kochen Brühe aus den Toten. Was war das denn? Mehr hast du nicht drauf? Boah. Mehr hast du nicht drauf? Dafür wirst du büßen. Hurra, genug. Du wurdest beim Stehlen erwischt. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Hey! Was ist hier los? Was ist das? So behandelt man keinen von Herrn Ratzigs Männern. Nicht auszudenken, was er tut, wenn er das... Na und? Halt! Du hättest nicht von der Stelle Verbrechen verübt und wirst verhaftet. Ich warne dich. Ergib dich! Halt! Ergib dich! Du hast das Gesetz missachtet. Hau dich doch! Du wirst verhaftet. Komm und hol's dir. Komm her, du Alter! Komm, was? Ein schrecklicher Anblick sind die. Und die Adligen tun nichts dagegen. Ja. Vielleicht lebt sie bei der Mühle oder bei der... Hey, was hast du vor? Soll das etwa alles sein? Ist da jemand? Du wurdest beim Stehlen erwischt. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. So viel habe ich nicht. Zahlst du nicht? Also, ich habe jetzt... Dann der Kerker. Bewegung! Ich hoffe, du verrottest. Und rück das die... Ich bin immer gespannt, wie wir danach ausschauen. Beschafft, fehlgeschlagen, beschafft. Hoffentlich hast du die Zeit bei uns genossen. Nicht sonderlich. Das höre ich gern. Und kann ich gehen? Gehen? Ja, leider. Und jetzt verzieh dich und lass dich... Und wie schauen wir jetzt aus? Inventar? Haben wir nichts mehr. Also das war Kacke.
Wir ziehen wieder unsere Rüstung an. Badam, badam, badam. Bayam, bam, 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 bim, badam. Ich sprach mit ihm. Ein halbes Dutzend Hasen und 4 Wachteln hat er für uns. Und ein halbes Reh noch dazu. Hm. Das sollte genügen. Wann bringt er das Fleisch? Er hat versprochen, alles übermorgen zu liefern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir... Sehr wohl. Mit dem Pferd vielleicht nur Erfolg haben. Nein, da haben wir gar keinen Erfolg. Hey, du! Halt! Den erwische. Autsch. Ergib dich! Du da! Du hast das Gesetz missachtet! Du wirst verhaftet! Ergib dich! Hörst du? Du wurdest beim Stehlen erwischt! Du hättest dir das... Also. Verflucht. Hier hast du das Geld. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Und rück das Diebesgut raus. Geldlos und? Nichts mehr? Das ist böse. Also. Das bringt ja gar nichts. Okay. Also, hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit einem weiteren Stream aus Kingdom Come Deliverance. Wir müssen jetzt versuchen, endlich aus der Burg zu kommen. Endlich deswegen, weil ich diesen Stream jetzt schon ein paar Mal gemacht habe. Glück und Gesundheit. Dabei müssen wir mehrere Sachen. Wir müssen unbedingt mit Herr diesem Robert, Herrn, ich muss nach Scarlett. Robert, was willst reden. Du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. So. Meine Eltern starben dort. Ich bin ein freier Mann und muss niemanden fragen, was ich tun oder lassen soll. Sag deinen Leuten, sie sollen mich rauslassen. Oder ich garantiere für nichts. Sei froh, dass ich gute Laune habe und sie mir nicht von einem Grünspan verderben lasse. Noch ein Wort in diesem Ton und du endest im Verlies. Tja. Da haben wir ihn wohl ein wenig verärgert, aber ehrlich gesagt haben wir einfach sonst keinen Erfolg. Da können wir nicht weitermachen. Hey, pass auf! Was zur Hölle machst du da? Ich habe was vergessen. Als nächstes sollten wir mal auf die kleinen Leute zählen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann.
Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. So, haben wir dort den ersten Anhaltspunkt mit dieser Rüstung. Schade, der geht da rein. Als nächstes wenden wir uns unserer Sponsorin zu. Nämlich, wir können hier im ersten Stock die Herrin Stephanie treffen. Da wären wir jetzt gleich. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Und die junge Dame mag's dramatisch. Herrin, du hast ein gutes Herz. Ich kann nicht damit leben, dass meine Eltern im Dreck liegen und Hunde sie in Stücke reißen. Wie sollen sie Frieden finden, solange sie nicht auf geweihtem Boden sind? Mein lieber Junge, du willst dein Leben aufs Spiel setzen, um sie zu bestatten? Ich fühle mit dir und werde alles tun, um zu helfen, obgleich mir dein Vorhaben Angst macht. Aber was kann ich tun? Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Und wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Jetzt schnorren wir sie auch noch an. Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Vielen Dank, Herrin. Ich zahle es zurück, versprochen. Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. So. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Das sollten wir erst fragen, wenn wir so ausschauen. Gott behüte dich. Ah, wir gehen hier raus. Und wir versuchen Folgendes. In dem Spiel sollte man so häufig wie möglich Bücher holen. Die können wir hier drin holen, aber nicht, wenn jemand drin ist. So, wir rasen. Was ist denn? Da ist einer unterwegs. Wir brauchen jetzt einen Dietrich. Wir müssen ja was stehlen. Generell ist es ja sowieso gut, wenn wir Dietrich hier haben. Pass etwas besser auf. Und hier haben wir einen Händler. Gott sei mit dir. Den findet ihr entweder durch Fragen oder beim Vorbeilaufen. Der ist aber gleich beim Tor oder beziehungsweise hinter dem Heuschober. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Wir haben noch was viel Besseres. Wir nehmen einen Dietrich und verkaufen unser Diebesgut. Dann schauen wir, dass wir den Handel abschließen. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. So, wir versuchen wieder den Trick mit
Hier halb, zwei hoch. Das kriegen wir übrigens. Zufrieden? Du bist ein Knauser. Dann halt nicht. Warum? Der ist ziemlich hart im Verhandeln. Also beim zweiten Mal können wir handeln? Will der nicht. Wenn du Geld hast. Also nochmal. Ja. Habe ich jetzt einen genommen? Ja. Und wir kaufen Silberkelch. Und also müssen wir den zweiten Preis annehmen. Lässt sich was am Preis machen? Das war am Anfang anders. Klar, warum nicht? Ich habe es ja schon öfters gespielt. Und vor allem jetzt, schaut mal an. Das ist merkwürdig. Was sagst du dazu? So kriegst du mich nicht rum. Egal. Na gut, einverstanden. So. Wir haben jetzt alles, um ans Schlösserknacken zu gehen. Weil wir da gerne erwischt werden dabei, gehe ich jetzt in die Stube und speichere das Spiel. Das Gemeine bei dem Ganzen ist, dass das Spiel nicht jedes Mal wirklich speichert. Aber wir hoffen mal, dass dem diesmal so ist. Wir. Danach bin ich mir nicht sicher, was wir machen. Wir brauchen nämlich ein Pferd. Müsste ich dann auch noch mal speichern, wahrscheinlich. Ihr seht, was ich vorhabe. So, wir gehen hier hoch. Wir schauen uns um. Es ist keiner da. Wir schleichen rein. Wir schließen die Tür. Es ist keiner da. So, jetzt Geduld und Spucke. Ich schaue, wo der goldene Punkt ist. Es wächst. Ja. Da ist er. Ich drehe mit. Entriegelt. Ich öffne die ganze Sache und nehme alles. So. Ich steige hier nach oben. Und klaue mir Was zur Hölle war das? Ja, wir sind schnell raus und rennen. Wir gehen jetzt dann wieder auf Speichern, weil als nächstes werde ich versuchen... Pass etwas besser auf. Ja, der Herr ist nicht mehr in der Stube. Also ich speichere jetzt erstmal auf alle Fälle. Ah, da ist die Herrin. Ja,
setze mich hin. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich lege mich schlafen. Ich schlafe wieder ein Stündchen mehr. Ahem.